Nein, die sind alle überarbeitet. Die sind gestresst. Das sind Symptome von Stress. Wissen Sie, ich glaube, wir müssen irgendwie wieder schauen, dass wir in Zeiten wie diesen wieder ein bisschen glücklicher werden. Ja? Die Menschen wirken immer gestresster. Seit Covid wollen ja ganz viele gar nicht mehr so viel arbeiten, fühlen sich viel wohler im Homeoffice. Ja? Also, ich nicht. Nein. Ich bin sehr froh, dass ich da in einem Büro bin. Wisst ihr, das hat schon was da so. Einmal am Tag aus der offenen Milchpackung aus dem Bürokühlschrank außer trinken. Das ist so ein so russisches Roulette für mich. Oder in Beziehungen. Schatz, alle wollen immer was anderes, als sie haben, anstatt dass wieder mal die Leidenschaft mit dem eigenen Partner entdecken und das Glück dort versuchen. Also für manche Männer sind ja Frauen mittlerweile wie ein iPhone. Kaum haben sie es, können sie es kaum erwarten, dass eine noch schmälere Version davon erscheint. Oder innerhalb der Familie. Ja, Eltern sind immer mehr überfordert mit der Kindererziehung und deshalb unglücklich. Meine Mama zum Beispiel, die hatte damals nicht nur Zeit, uns zu erziehen, die hat noch viel mehr gemacht. Und ich rede jetzt nicht von Kochen, Putzen oder Waschen. Nein, meine Mutter hat beispielsweise die Faschingskostüme noch selber genäht. Und mein Papa hat ihr dabei geholfen oder es zumindest probiert. Ich wollte unbedingt als Storch gehen. Also hat die Mama auf ein Leintuch einzelne Federn hinaufgenäht mit geschwollenen, tränenerfüllten Augen. Nicht vor Rührung, sie hat eine Federnallergie gehabt, aber sie hat es gemacht. Der Papa hat das Pappendeckel am Schnabel versucht zu basteln. Er hat sich dabei dreimal den Finger geschnitten und alles war voller Blut, aber man hat es nicht gesehen, weil der Pappendeckel war natürlich rot. Das gibt es heutzutage gar nicht mehr, oder? Heutzutage bietet es ja, wenn ein Kind zu seinen Eltern sagt, Mama, Papa, als was soll ich mich in eurem Fasching verkleiden? Da sagen die Eltern maximal, geh häng dir dein Zeugnis um und geh als Trottel. Alle sind nur mehr gestresst. Gestresst, gestresst, überfordert. Ich nehme mir selber nicht aus. Also wisst ihr, was für mich zu den schlimmsten Dingen überhaupt gehört? Im Supermarkt, in der Schlange, an der Kasse zu warten. Am liebsten möchte ich dort ja oft mit meinen Zähnen vor Ungeduld in den Plastikgriff von meinem Einkaufswagen einbeißen und mit diesem Ding da, mit diesem Warentrenner oder wie wisst ihr, was ich meine, diese Kassentoblerone, diesen langsam kassierten Schlong. Ich habe Gott sei Dank eine Lieblingskassierin, die Bojana, die Boje. Die Boje ist einfach immer nur freundlich, immer. Die sitzt dort den ganzen Tag, ist alleinerziehende Mutter, verdient gerade so viel, dass sie sich ein bescheidenes Leben für sich und ihren kleinen Sohn leisten kann und streut und lacht unentwegt. Ja, die haut sich ja immer voll an, wenn ich da ungeduldig in der Schlange stehe. Ja, da sagt sie immer zu mir, Alter, was ist? Die warten in der Schlange, ist für dich wie eine Therapie, Angelika. Komm, entspann dich, mach den da. Das ist aber nicht immer so leicht. Ja, wie neulich zum Beispiel. Da fährt man zum dritten Mal von hinten eine mit dem Einkaufswagen in die Achillessehne eine. Ich habe auf die Boschi gehört, ich habe nichts gesagt. Ich habe mich einfach nur umgedreht und die Dame angeschaut. Und was macht die? Was ist? Was schaust du denn so blöd? Wenn's der Lase wüsst, stell den Baumarkt zum Infostand. So geht's mir halt immer und immer wieder. Das ist aber nicht gesund. Na, wir brauchen neue Tools, um wieder glücklicher zu werden. Um unsere Mitte zu finden. Eine Freundin von mir, die hat mir vor kurzem so ein Schweigekloster empfohlen. Hat das schon mal wer gemacht von euch? Ein Schweigekloster. Eine Woche absolutes Schweigen mit Fastenkur. Ich meine, das Konzept ist nicht schlecht, ja? Du zahlst einen Haufen Geld dafür, dass du nichts zum Essen kriegst und beschweren darfst du ja nicht. Weil wenn du nur einmal den Mund aufmachst, fliegst du sofort raus. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich bei der Ankunft in diesem Kloster sofort total wohlgefühlt. Also wirklich, nein, ich muss echt sagen, dieser Priester, der hat mich gleich so warm empfangen. Also so herzlich empfangen. Ich hab gleich ein Vertrauen gespürt. Nur das mit diesem Mund nicht aufmachen, das habe ich irgendwie nicht so hingekriegt, weil ein ganzer Tag lang ohne Essen, ja, der erste Tag, der geht ja noch.
Aber am zweiten Tag geht's los. Ja? Mein Magen hat geknurrt wie ein Rottweiler im Zwinger. Und am dritten Tag habe ich so einen grauseligen Hunger gehabt, dass ich schlussendlich nach einer Stubenfliege geschnappt habe, die schon die längste Zeit durch meine Kemenate gesurrt ist. An der Fensterscheibe war ich im Begriff, sie mit der Zunge zu erwischen. Ha! Wenn nicht justament in diesem Moment der depperte Priester vorbeigegangen war und mich auf frischer Tat ertappt hätte. Der bleibt abrupt stehen, starrt mich entsetzt an. Ich schließe langsam das Maul. Und in diesem Moment hat das Wort hinausfliegen sowohl ein Insekt als auch mich betroffen. Thank you.